Hallihallo und willkommen zu einer neuen Folge von Isometrische Abenteuer im modernen Gewand. In der Hauptrolle Yuka und Layli. Nein, ernsthaft. Wir haben das Schloss mal freigeschaltet und als wir den Schlüssel für die Erweiterung gekauft haben, sagte man ja, das gibt eine völlig neue Perspektive. Ja, eine isometrische Perspektive. Die haben da ernsthaft so einen Gag eingebaut. So, in dem Schloss haben wir ein paar Rätsel gelöst, ein bisschen rumgelaufen, haben ein bisschen was gesammelt. Wir haben auch außerhalb des Schlosses ein bisschen was gesammelt. Einen Geist haben wir und einen Peggy. Dann haben wir zwei Peggys. Verdammt, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir im Schloss diesen frostigen Kerl da entdeckt. Und das ist der Endboss dieses Buches, der uns ganz schön den Arsch aufgerissen hat in der letzten Folge. Mehrfach, dreimal glaube ich. Und ja, jetzt rächt sich das. Diesmal werden wir ihn schmelzen, diesmal gibt es keinen Kommen. Ich hoffe es jedenfalls. Der Bosskampf geht mir nämlich gehörig auf den Keks. Ah, verdammt. Es geht wieder genauso los, wie es letzte Folge aufgehört hat. Ich will nicht. Auf jeden Fall ist das ein extrem nerviger Bosskampf, muss ich sagen. Oh Gott. Weg hier! Der muss immer so bescheuerte Kampfbewegungen machen. Das darf jetzt nicht wahr sein. Was? Ja, scheiße, da kann ich Dinger hinten rausballern. Mann! Bei dem kann man sich ja gar nicht verstecken. Auf ein neues. Ich habe irgendwie das Gefühl, das Thema auf ein neues wird, naja, Hauptbestandteil in dieser Folge. Wie sollen kleine Kinder das schaffen, meine Güte? Ja, kleine Kinder sind wahrscheinlich geduldiger. Verdammt.
Treffen den einmal, dann rennen die weg. Das ist auch so scheiße, dass dieser Flammenwurf nicht sofort funktioniert. Hilfe! Dieses blöde Teil, da geht mir jetzt inzwischen richtig auf den Sack. Komm schon noch mal ein bisschen tiefer. Ja, perfekt. Na, langsam dürfte ich ihn aber haben. Wusste ich doch, dass es sich rächen wird. Ja, das hast du trotzdem gemacht. Schön für dich. Scheiße. Nein! Komm schon! Das kleine Zäppchen machst du fertig, komm! Da, klar, da oben! Kann auch nicht sein, dass er genauso viel aushält, wie wenn er groß ist. Ha ha ha!
Scheibenkleister! Ah, ich sehe den fast gar nicht mehr. Ja, klar. Scheiße. Nein! Langsam geht er mir auf den Keks. Bin gerade hochkonzentriert. Ja! 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 Ah, nein, ich hätte die Ofentür doch abschließen sollen. Ah.
Welch trauriges Ende meiner eisigen 48 Stunden Schreckensherrschaft in diesem Ofen. Sagt meiner Familie, dass ich bei meiner Lieblingsbeschäftigung starb. Beim Schleudern von Geschossen auf zwei Kumpel völlig verschiedener Herkunft. Hat jeder seine Hobbys. Ah, Gott sei Dank! Hey, wieso gehe ich jetzt automatisch raus? Wuhu, viel besser. Ihr beiden Helden habt mir den Bauch schön aufgewärmt. Das bedeutet, dass ich den Palast wieder wärmen kann. Achtet auf die Bodenfroste. Die Thermalwärme kann hilfreich sein. Ah. Ja, wenn ich fliege, steige ich hoch und kann ein Peggy einsammeln. Was für ein Zufall aber auch, oder? Und deswegen steht da auch das da. Okay, da kann ich nichts machen. Aber was ist das da? Okay. Oh Gott! Da kann man sich ja gar nicht drauf halten. Na, da hat man keine Chance. Da rutscht man sofort runter. Aber die Federn kann ich einsammeln. Wenigstens das lohnt sich. Nein! Das darf doch nicht wahr sein. Aha. Ich krieg dieses verdammte Peggy. Ohne die erforderlichen Fähigkeiten dafür zu haben. Ich glaube, ich muss vor dem Rohr landen. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Das Geräusch geht mir langsam auf den Geist. Okay, ein Versuch noch. Nein! Okay. Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt auch einen Cut an dieser Stelle. Weil... Oh. Okay. Ja, bitte. Weil der Bosskampf, der hat mich jetzt schon völlig geschafft und... Boah, ich bin echt am Ende. Wir sehen uns in der nächsten Folge ohne Bosskampf. Wir erkunden das Schneelevel weiter, nicht den Palast. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.